Hier schon Vorträge zu neuronalen Netzen und bewussten Entscheidungsrollen. Und da war es beim bewussten Entscheidungsrollen, ist klar, aber mir war erzählt, neuronale Netze, so der Hauptanwendungsfall von den Dingern sind Entscheidungsprobleme, weil alles andere so richtig aufgaben lösen können, die Dinger einfach nicht. Und jetzt so für meine Doktorarbeit musste ich eben so Entscheidungsprobleme lösen, so Daten, die mich nicht interessieren, von Daten, die mich interessieren, trennen. Aber für sowas wird man ja jetzt meistens nicht anfangen, selber neuronale Netze zu implementieren, sich das ausdenken oder so einen geboosteten Entscheidungsbaum selbst zu implementieren, wenn ihr euch erinnert. Das, wie ich erklärt habe, wie die funktionieren, das ist eigentlich recht simpel. Das sind nur ein paar hundert If-Statements und so hundert If-Statements kann man eigentlich mit Copy und Paste ziemlich schnell schreiben. Aber sich dann die ganzen Abfragen auszudenken, ist irgendwie lästig. Und das können Computer einfach viel besser. Und für sowas gibt es eben TMBA, das ist das Toolkit für multivariate Analysen. Da packt man so seine Daten rein, sagt so, hier TMBA, guck mal, so sehen die Daten aus, die mich interessieren, so sehen die aus, die mich nicht interessieren, mach mal. Und das wollte ich hier kurz vorstellen. TMBA ist aufgebaut auf Root, deswegen fange ich erstmal an, euch da einen klitzekleinen Einblick in Root zu geben. Also so meine tägliche Arbeit besteht eigentlich darin, dass ich so Root benutze für Sachen, für die normalen Menschen eher eine SQL-Datenbank benutzen würden. Und statt dass ich eben from irgendeine Table select irgendwas where blups schreiben würde, schreibe ich hier eben das Ding und dann draw irgendwas, zum Beispiel Masse. Also es gibt hier so ein Tabellenfeld, das heißt Masse, und kann auch irgendeine Bedingung reinschreiben. Und kriege so ein Bild und sehe, okay, also offenbar alle Einträge in meiner Datenbank haben einen Wert von Masse irgendwo zwischen 1700 und 1800, was auch immer das heißt. Und man kann auch noch so ein paar mehr coole Sachen machen. Man kann sich zum Beispiel vertippen. Aber man kann auch irgendwie hier andere Statements reinschreiben. Insbesondere müssen die nicht bool sein, das dürfen auch irgendwelche Floats sein. Also das ist jetzt hier relativ langweilig, ich habe einfach alle Einträge mit 15 multipliziert. Aber man könnte eben auch Sachen machen, wie das einfach alles mal mit diesem Ding hier gewichten, was auch immer das ist. Also das sind meistens alles irgendwelche Zahlen. Also hier, F, das ist ein Float. Jetzt sieht die Verteilung ein bisschen anders aus, wahrscheinlich weil M, C, M, Gamma, V, L, L, L immer negative Zahlen sind. Gut. Jetzt aber der entscheidende Punkt. Ich habe hier eben mehrere Tabellen. Zum einen diese, die ich euch gerade gezeigt habe. Das sind simulierte Ereignisse, die sie mich interessieren. Und dann auch noch diese hier. Das sind simulierte Ereignisse, die mich nicht interessieren, da sieht die Massenverteilung deutlich anders aus als bei den interessanten Ereignissen. Ist das eine hinreichende Annäherung an die Uniformverteilung? Ich habe ehrlich gesagt kein Modell für das, was hier drin ist. Okay. So mit großem Auge, offenbar. Gut, und jetzt möchte ich also ein neuronales Netz trainieren, was mir die Daten, die hier drin sind, von denen, die hier drin sind, unterscheiden können. Das ist natürlich hier, so wie ich sie auf der Festplatte liegen habe, vollkommen uninteressant, weil die Daten sind ja schon sortiert in zwei Dateien, aber wenn ich eben keine Simulationsdaten mehr anschaue, sondern echte Daten, liegen die einfach halt normalerweise zusammen in der gleichen Tabelle und haben keine Display dabei, mit denen ich die unterscheiden kann. Und Root ist eben so größtenteils C++. Es gibt auch Python-Dictionaries, aber ich bin irgendwie noch nicht auf Python umgestiegen, weil, keine Ahnung, Bequemlichkeit hauptsächlich. Und deswegen ist eben auch TMBA-Code größtenteils C++-Code und darauf ausgelegt, dass wenn man eben seine Daten mal im Root-Format hat, irgendwie man ziemlich schnell starten kann. Und ich dachte mir, ich gehe einfach mal hier durch, was man so für ein Training alles spezifizieren muss. Gut, man lädt irgendwelche Bibliothekskrams. Ich habe ehrlich gesagt nie nachgeschaut, was hier drin wirklich passiert.
Dann spezifiziert man, was für multivariate Methoden eigentlich interessieren. Das ist recht elegant, ziemlich viel mit. Neuronale Netze sind implementiert, die heißen MLP für Multilayer Perceptron in TMA. Davon gibt es viele Ausprägungen. Und die geboosteten Entscheidungsbäume heißen eben Boosted Decision Trees. Das sind die wir hier bereits gesprochen haben. Manche von euch kennen vielleicht die Fischer-Diskriminatoren. Ich kenne sie persönlich nicht, aber falls jemand mal mit diesem spielen möchte, die gibt es eben auch. Und was dieses Use-Dings, was hier rumsteht, ist, das ist eigentlich recht langweiliges Bookkeeping. Das ist einfach nur eine Map von String auf Integer, mit der ich in diesem Skript festlege, welche von denen die dann benutzt werden sollen und welche nicht. Das nächste, was kommt, ist, ja gut, man muss festlegen, was für ein Output-Datei soll das, was man macht, beschrieben werden. Man instanziert die TMD-Packages, also das Ding, was dann tatsächlich später die Arbeit macht. Und man sieht schon, TMA macht viel von der Konfiguration über Strings. Also das hier ist, sei bitte nicht leise, erzeugt viel Output, sei aber nicht verbose, der Output darf eine Farbe sein, zeigt uns Progress-Bars, macht verschiedene Transformationen und, ach ja, wir wollen ein Klassifikationsproblem lösen. Gut, und dann lege ich einfach nur der Reihe nach fest, welche Variablen ich benutzen möchte. Die Masse, das was ich euch gezeigt habe, möchte ich eben in meinem konkreten Anwendungsfall nicht benutzen. Das ist einfach nur eine Spectator-Variable, die wird von der Eingangsdatei in die Ausgabedatei kopiert und sonst nichts. Und ansonsten kann man munter die diverse Felder da einfach hinzufügen. Man kann auch, wie eben bei dem Draw-Befehl, durchaus kleine Rechenoperationen durchführen. Also das eigentlich Tabellenfeld heißt Lifetime und ich multipliziere es eben mit minus 1000 und mache dann E hoch, was auch immer da rauskommt. Und TMA erzeugt auch automatisch ein paar Kontrollplots, wo man hier schon festlegen kann, was an den Achsen dran stehen soll. Ja, den Code habe ich nicht selbst geschrieben, wie man sich vielleicht denken kann, sondern mit einem Set-Skript erzeugt. Und dann das Einzige, was man noch machen muss, ist die Eingangsdateien spezifizieren. Das ist hier jetzt nicht groß TMA-spezifisch, das ist einfach nur Standard-Root-Code. Also ich lege irgendwie einen Dateinamen fest, sagt, das Ding soll geöffnet werden und dann der Tree, also das Ding, was die eigentlichen Daten enthält, aus der Datei rausgeholt werden. Dann mache ich noch eine kleine Selektion, weil, also wenn man sich so mit Machine Learning befasst, stellt man irgendwie fest, die Machine Learning-Algorithmen sind schon sehr gut, aber so einen kleinen Teil der Arbeit sollte man vorwegnehmen. Also bei mir ist der Anwendungsfall, ich interessiere mich irgendwie nur so für ein Promille der Daten, die wir tatsächlich aufgezeichnet haben und mit dieser tollen Selektion, also diese Flex hier sollen true sein und von den beiden sollen 1 true sein und dieser Wert soll irgendwie weit von 1020 weg sein, die schmeißen so das erste Prozent meiner Daten weg. Und der ganze Rest, den sollte das neuronale Netz machen. Die Erfahrung zeigt einfach, wenn man völligen Bullshit in seinen Daten hat, dann kommen die Machine Learning Algorithmen dann nicht mehr klar. Verheizen alle ihre Performance an diesen ersten Prozent Mist und operieren danach einfach nicht mehr gescheit. Sieht auf jeden Fall voll lesbar aus. Der Code ist gewachsen. Also das hier ist kein Beispiel. Das Schöne ist, falls ihr wirklich damit spielen wollt, Root bringt einen Beispielfile mit, das baut auch meistens, lädt sich auch seine Trainingsdaten aus dem Internet runter, falls ihr die nicht habt. Also da ist wirklich die Verfrage drin und macht dann ein WGET. Und da habt ihr auch eine Datei zum Rumspielen und da steht nicht ganz so viel Müll drin wie hier in Real Life Production Code. Und dann sagt man der Factory noch, ja, der Tree, den ich aus der Signaldatei heraus habe, das soll bitte der Signaltree sein. Und der Tree, der aus der Background-Datei rauskommt, das soll das, der Untergrund sein, den ich diskriminieren möchte. Okay, präparier dich. Also da heißt es, wende diese Vorselektion, die da oben stehen, an. Man soll auch immer spezifizieren, wie viele Datensätze überhaupt aus der Eingangsdatei zum Training genutzt werden sollen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, wenn ich jetzt aber Milliarden viele Trainingsereignisse hätte,
würde das mir wahrscheinlich den RAM-Verbrauch aufblähen und der Algorithmus würde ewig laufen und es bringt mir nichts, weil 1000 vielleicht Ereignisse schon genug sind. Außer man setzt es auf 0 und nur in der Default für nimm, was du kriegen kannst. Werden auch meistens nicht alle Ereignisse, alle Datensätze, die ich zum Training nutze, zum Training verwende, sondern man sagt immer, benutze so die Hälfte zum Trainieren und die Hälfte lass übrig, um mir dann auf den anzuschauen, wie das neuronale Netz tatsächlich operiert. Und die sollen hier in den meisten Fällen zufällig aufgeteilt werden. Und hier mit dem Split-Seed gibt man eben den Random-Seed für den Random-Generator an, weil typischerweise hat man ja einen Bug und möchte das Ganze wiederholen und beobachtet dann in der Wiederholung, dass das neuronale Netz anders aufgebaut ist als im ersten Schritt und fragt sich, liegt das jetzt daran, dass mein Random Number Generator die Ereignisse neu gemischt hat oder liegt das daran, dass ich einen Bug in meinem Skript gefixt habe? Deswegen ist meistens sehr empfehlenswert, den Random Seed festzulegen, um da wirklich jedes Mal das Gleiche zu kriegen. Und dann kommt eben der eigentliche Teil, wo man sagt, wie das neuronale Netz oder der Decision Tree aufgebaut sein soll. Der ganze Code hier kommt so aus dem Beispielskript raus, den habe ich nicht geschrieben. bis auf das, wo wirklich das neuronale Netz ist, da habe ich in diesem String wirklich ein paar Variationen vorgenommen. Oder zum Beispiel, falls ihr euch an den Decision Tree Vortrag erinnert, also wenn man sich mit der Multivariate-Methode, die man benutzt, auskennt, dann kann man versuchen, diese Strings hier zu lesen und sieht dann da auch irgendwie einigermaßen was Sinnvolles und die Variablen sind größtenteils intuitiv benannt, zum Beispiel Entries ist die Anzahl an Entscheidungsbäumen, die der Entscheidungswald benutzen soll. Und die maximale Tiefe, also so Entscheidungsbäume, falls ihr euch erinnert, ist einfach nur ein If-Statement oder noch ein If-Statement oder noch ein If-Statement. 4 heißt einfach, mach nicht mehr als 4 Ifs hintereinander. Und ein bisschen mehr kam. Und hier seht ihr auch dieses Use hinterher, also diese ganzen Uses, die ich vorher definiert habe, die sorgen einfach dafür, dass der meiste Code, der hier steht, nicht ausgeführt wird, bis auf eben diesen einen, wo der Boosted Decision Tree trainiert wird. Und danach kommen einfach nur langweilige Aufrufe, mach das Training, mach das Testing, mach Auswerten und schließ die Ausgabedatei. Gut, und ich dachte mir, schauen wir uns einfach mal an, wie das jetzt so in Wirklichkeit funktioniert. Sprich, ich starte Root, ich sage, zeig mir nicht den langweiligen Splash-Screen am Anfang, mach keine grafische Ausgabe und wende dich, wenn du am Ende fertig bist und führe das Skript aus. Und ihr seht, der Progress-Bar von vorher ist da. Das ist etwas, was wir bei dem Boosted Decision Tree-Vortrag besprochen haben. Boosted Decision Trees haben meiner Ansicht nach gegenüber neuronalen Netzen den schlagenden Vorteil, dass sie in TWE voll schnell sind. Also das hat jetzt hier nur ein paar Sekunden gedauert. Meiner Erfahrung nach brauchen neuronale Netze zum Trainieren eher so schon ein paar Minuten. Das wäre jetzt hier auch nicht groß tragisch, aber wenn man irgendwie von seinem Postdoc gesagt hat, probier mal diese 10.000 Optionen aus, dann macht das halt doch langsam einen Unterschied, ob man vor der Mittagspause das Skript startet und nach der Mittagspause ist das Ergebnis da, oder ob man montags das Skript startet und freitags feststellt, ich habe die ganze Woche nichts geschafft. Gut. Das Logfile, also dieser ganze Output, der hier steht, kann ich eigentlich nur empfehlen, den zu lesen, denn es sagt einem eigentlich schon ziemlich viel über die Daten, die man benutzt, aus. Zum einen sagt es, dass hier offenbar irgendwas insane ist in meinen Daten. Ich habe vor dem Vortrag nicht nachgeschaut, was da los ist. Es sagt einem auch irgendwie, wie wichtig die Variablen sind, die man benutzt hat. Hier in der Importance, offenbar mag mein Decision Tree dieser Variable, die hier IPSIC heißt, sehr, deswegen steht sie ganz oben. Und diese Docker1, Docker3 Variablen, die sind Mist, die könnte ich wahrscheinlich weglassen und die Performance von dem Klassifizierer, die ich baue, ist genau die gleiche. Gut, das ist nichts fürs Auge. TMBA kommt auch mit einem Graphical User Interface. Das hat zwei kleine Nachteile. Zum einen seht ihr, die Tab Completion funktioniert nicht. Zum anderen, das Training übernimmt es nicht. Man kann nur die Output-Datei sich anzeigen lassen.
und die zeigt an viele tolle Sachen. Eine Sache ist zum Beispiel, man kriegt, wenn man so die Auftragsliste von seinem Postdoc bekommen hat, auch so die Aufgabe so, ja, mach mal einen Plot von allen Variablen, die du benutzt. Und ihr habt gesehen, die Liste an potenziellen Variablen war eher so ziemlich lang und man möchte nicht von Hand so viele Plots machen. Und hier wer kann das von alleine machen, nämlich hier zu allen Variablen, die der Decision Tree benutzt. Hier so die Verteilung zeigen und sagen, Signal sieht so aus und sieht so aus. Und ihr seht, das, was ich im Logfile schon angedeutet habe, die meisten Variablen sind Mist, bis auf dieses Ding, was IP-Sig heißt, weil da unterscheiden sich die Daten in der einen Datei von den Daten in der anderen Datei doch ziemlich gut. Dann kann es auch noch die klassifizierten die Portarten wurden visualisieren. Also das hier ist jetzt so einer von den Decision Trees, die gebaut wurden. Und wenn wir den nächsten anzeigen lassen und den übernächsten und den überübernächsten, und wenn man zu viel Zeit hat, kann man versuchen zu verstehen, warum das jetzt genauso aufgebaut wurde, wie es aufgebaut wurde oder nicht. Habe ich also aus der Praxis noch nie gemacht. Nur immer so den ersten und den zweiten Baum angeschaut, um festzustellen, boah, IP-Sig ist wichtig. Ja, aber nicht. Die große Stärke von so multiplen Klassifizierern ist jetzt, also ich meine hier so Sachen wie IP-Sig größer 4,15, das könnte ich dann irgendwie noch von Hand machen, kommt eigentlich erst dann zum Tragen, wenn man irgendwie viele Fälle in seiner Datenbank hat, die auch alle irgendwie miteinander korreliert sind, und so spätestens, wenn man Korrelationen zwischen drei Größen sich anschauen möchte, geht das so in Human Readable Form nicht mehr richtig gut. Das ist so eigentlich der Hauptgrund, warum ich multivariate Klassifizierer benutze, weil die das eben können. Nichtsdestotrotz bietet ein TMB auch die Möglichkeit, sich die Korrelationen der Daten anzuschauen, also so Korrelationskoeffizienten, kriegt man so im Bund dargestellt. Das sieht auf meinem Monitor hier irgendwie besser aus. Das unbedingt. Was ist noch interessant, ich glaube, man kann sich aber auch genau hier einzeln die Korrelation anschauen, so als 2D-Plots, nämlich, was habe ich angeklickt? Habe ich IP-Sig angeklickt? Ja. Oh, hier passiert viel. Nämlich, wie ist IP-Sig korreliert mit Transform Decay Time? Wie ist Min IP-Sig korreliert mit Decay Time? Also ihr seht ziemlich viel, man kriegt hier ziemlich viele. Zwei Sätze, die ich alle anschauen kann. Toll! Das ist so ein Problem von Root. Das scheißt einen einfach mit Fenster. Ah ja, das. Ja gut, das liegt auch so ein bisschen am Nutzer, also mir in dem Fall. Das muss ich leider sagen, ich benutze kein i3 mehr, seit ich Heavy Root User geworden bin. Weil diese Canvases, die kommen leider nicht immer so ganz damit klar, wenn ihnen der Window Manager eine neue Size zuweist, weil ihr seht, da drin die Objekte, die ändern jetzt ihre Größe. Das sind aber alles irgendwelche krassen C++-Instanzen, die aware of their own size sind. Und wenn jetzt in i3 plötzlich 100 Fenster aufpoppen und wir also alle in 6 sind, dann werden wir immer kleiner, bis man irgendwann bei Größe 0 angekommen ist oder negative Größe, und da fangen die Dinger hier leider an zu segfaulten. Dann sollte man schnellstmöglich das Tiling ändern. Oder vorher auf Tab im Schein. Ja, also es gibt Workarounds, aber... Ja. Und das eigentlich Interessanteste, das hätte ich vorher fixen müssen, so für die praktische Anwendung, ist dieser Plot hier, wo ein TMB nämlich zeigt, was hast du hier eigentlich gemacht, sprich, wie viel von seinem Untergrund kann man wegschmeißen bei wie viel Signaleffizienz. Und weil mir der Plot nicht gefällt, versuche ich den jetzt mal zu fixen. Der Plot wird nämlich dann interessant, wenn man wirklich mehr als eine multivariate Methode benutzt. CATS ist so das, was quasi man so normalerweise den Bachelorstudenten gibt, so versuch mal selber dir so ein tolles SQL-Statement auszudenken, mit welchen Daten du benutzt und welche nicht, und frickel an den Zahlen rum. Und dann, wenn der Bachelorstudent fertig ist, sagt man ihm, du TMBA kann das übrigens von alleine, du hättest mir jede 1 reinschreiben müssen. Und lass mal noch
neuronale Netze trainieren. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also diese Strings hier sind ja gut, offenbar nur Strings. Die Hauptrolle dieses Spiels sind, falls man mehrere neuronale Netze trainiert, dass die eben unterschiedliche Namen haben. Denn hier ist dann ziemlich wichtig, nämlich einmal ein neuronales Netz und ein neuronales Netz und gebe denen hier, das sind einfach nur Given Names, die legen fest, wie die Output-Datei hinterher heißt, in der das Ding gespeichert wird. Und die unterscheiden sich eben darin, dass ich dieses Ding hier, den Estimator-Teil, ich bin leider kein Experte für neuronale Netze, dass ich dem Lernalgorithmus sage, wie er festlegen soll, wie die einzelnen Neuronen gebaut werden sollen. Oder beim Boosted Decision Tree, hier habe ich eben auch zwei Varianten, und hier diese beiden, die sich unterscheiden in Max Depth, glaube ich. Ja. Gut, also drehen wir nochmal. Und ihr seht, es wird schon langsamer. Also das ist jetzt nicht das neuronale Netz, das ist wirklich der Cut-Optimierer. Und ich sage mal, das ist auch so der Hauptgrund, warum ich in meinem Standard-Working-Script eben wirklich nur eine multivariate Methode anhabe, weil man arbeitet letztendlich doch nur mit einer oder will irgendwas untersuchen, was nicht damit zu tun hat, welche multivariate Methode man hat. Und man sitzt jedes Mal davor und denkt, das dauert scheiße ewig lange, weil ich mehr als eine Methode trainiere und mir hinterher nur eine anschaue. Also das ist so in der Praxis leider ein bisschen lästig. Und wenn man anfängt, denkt man sich, boah cool, ich will alle Methoden ausprobieren. Und spätestens nach einem technischen Tag denkt man sich, ich drehe durch, ich benutze jetzt nur noch eine. Das ist auch meiner zynischen Ansicht nach der Hauptgrund, warum die ganzen Teilchenphysiker nur neuronale Netze und BDTs benutzen. Weil wenn man TMA so das erste Mal startet, ist das so eine Glückssache, ob MLP oder BDT das Beste ist, weil das sind einfach, glaube ich, die besten implementierten Methoden in TMA. Und deswegen fliegen alle anderen Methoden sofort nach dem ersten Tag Arbeiten raus und werden nie wieder angeschaut. Ja, das ist auch so ein anderer Rootbug, ne? Wenn halt die Zeile, in der der überschreiben will, länger ist als die Terminal-Zeile, dann passieren so dumme Sachen. Maus. Welche Temperatur schreibt denn Ich glaube 95 oder so. Also das ist auch im Hintergrund, das Ding trainiert seit heute Nachmittag irgendwann ein neuronales Netz, was halt so jetzt einen real Use Case hat und nicht hier so ein kleines Spielzeugbeispiel ist, wie das, was ich euch hier gerade zeige. Also da steht nicht 4-5 Minuten, sondern irgendwas mit Stunden und bei manchen multivariaten Methoden steht, waren die TMA-Autoren auch so ehrlich, dahinter in Klammern zu schreiben, might be wrong. Weil bei manchen Methoden das leider schwer vorherzusagen ist, wie lange das Training wirklich dauern wird. Schön. Jetzt wird wieder die erste Zeile. Achso, jetzt fängt an, die erste Zeile zu abdecken und lässt die andere da stehen. Das ist auch gut. Ja, das ist aber, glaube ich, eine tolle Eigenschaft, ja. Das ist ja nur breit genug. Das ist richtig. Das sieht einfach wunderschön aus. Das hört nicht nur automatisch und Zellen. Das hätte ich vorher wirklich ausprobieren sollen. Ach, falsche Frage. Ich kann Ihnen in der Zwischenzeit noch was anderes zeigen. Nämlich, also diese Output-Datei, die ich euch bisher gezeigt habe mit dem GUI, die ist ja irgendwie ganz schön und gut, aber eigentlich möchte man ja hinterher, wenn das neuronale Netz trainiert ist, sich nicht nur anschauen, was das Training macht, sondern das Ding auch irgendwann mal benutzen. Und dafür wird automatisch so ein unterordner Weights angelegt, wo dann das, was da tatsächlich gebaut würde, abgelegt wird. Zum einen, das ist dann so a matter of taste, wenn die Training ist entweder als XML-File gespeichert oder als .c-File. .c-File hat irgendwie die nette Eigenschaft, dass man einfach in seinem Code, der das normalerweise benutzen soll, einfach mal include blups macht
Und ein New Read MLP oder so irgendwie ist die magische Zeile. Und dann wird einfach dieses komplette Ding, was man da trainiert hat, benutzt. Stizzit, was habe ich überhaupt aufgemacht? Und auch ganz nett, also in der Praxis extrem hilfreich, da werden alles Mögliche reingeschrieben und aus meiner Erfahrung die allerwichtigste Zeile ist die hier, wann habe ich diesen Scheiß überhaupt gemacht? Und irgendwo weiter unten, was habe ich da überhaupt für einen Scheiß gemacht? Ach, Katz, ja, deswegen stehen wir nichts Scheiß. Im Fall vom BDT stehen da eben dann auch die ganzen Details drin mit wie viele Trees wurden benutzt, steht auch irgendwo dabei, wie viele Trainingsevents überhaupt benutzt wurden. Und das ist jetzt was, was ich noch weniger vorbereitet habe als den anderen Kram. Also so ein, das ist Production Code von meiner Kollaboration. So ein echtes TMBA neuronales Netz eingebaut im Code, und wirklich hier in seinem Include irgendwas. Wie vorher und dann. Das ist Production Code, ja. Und die tatsächliche Anwendung passiert dann eben hier in also ein paar Zeilen. Wir will unbedingt Refactor nicht Das hier ist einfach nur ein Standard Vector von Floats, wo die ganzen Eingangsvariablen für den Klassifizierer reingepusht werden und dann wird der Instanz der Vektor übergeben und gesagt, evaluiere jetzt mal diese blöde Methode und dann kommt irgendein Return Value raus, der dann eben entweder an Output gegeben wird oder nicht. Dazu, die Tiermäher-Autoren haben sich, das treibt mich manchmal zur Weißglut, hat mich aber auch schon sehr oft vor sehr bösen Fehlern bewahrt, den Code ein bisschen picky geschrieben. Also der ist jetzt nicht gerade fehlertolerant, man muss nämlich, wenn man jetzt sein neuronales Netz instanziert, dem Ganzen hier ein paar Int-Names übergeben. Int-Names ist ein Standardvektor von Strings, wo einfach nochmal, das war Mist, was ich hier gemacht habe, ach, hier muss ich hin, die ganzen Variablennamen, die im Training benutzt wurden, nochmal übergeben wurden. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil, wenn ihr zurückdenkt an diese Trainingsfiles, da steht halt einfach wirklich drin, wie Variablen heißen. Sprich, man sagt seinem C-Code irgendwas, was der C-Code eigentlich schon weiß. In der Praxis führt das halt dazu, dass man keine dummen Fehler macht, weil man im Trainingscode und im Production-Code die Variablen in einer unterschiedlichen Reihenfolge gemacht hat. Weil das Netz, das normale Netz merkt ja jetzt nicht, da kommen jetzt 15 Floats, ob die in der richtigen Reihenfolge sind oder nicht, sondern wertet einfach aus und das kann im Zweifelsfall ziemlicher Bullshit sein, wenn der eine halt so ein Float ist, der irgendwo zwischen 1000 und 2000 ist und der andere einer zwischen 0,1 und 0,001. Und die jetzt nicht ganz so angenehme Eigenschaft von dem Konstruktor ist halt, wenn die Strings hier nicht in der richtigen Reihenfolge kommen, dann wirft er einem eine Exception an den Kopf und sagt, fuck you. Immerhin Stackboard, denn. Ja, genau. Das ist dann aber wieder. Ja, stimmt, das war die andere. Ups. Ah! Oh. Ich habe beide neuronalen Netze einen kommentiert. Schade. Das hattest du? Ja. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die, wo das Training gerade Leute erzählen kann, was auch multivariable Klassifizierer, also was einfach, nee, das hat mit multivariablen Analysen nichts zu tun. Was überhaupt keinen Sinn machen würde, wäre, wenn eine von diesen Variablen hier Bullshit wäre, wenn also PT immer 1 wäre. Wenn es quasi einfach so ein Kontrollflag wäre, dieses Datenbankfeld ist vollkommen überflüssig, dann kann man das natürlich für sein normales Netz nicht benutzen. Und das stellt das Netz beim Training am Anfang auch fest. Also es schaut sich wirklich jede Variable erst einmal an, von wo bis wo geht die überhaupt. Wie groß ist der Spread, wo ist der Mittelwert. Und wenn das TMA dabei jetzt halt feststellt, dass da eine Variable konstant ist, wird die Variable im Training nicht ignoriert, sondern TMA geht davon aus, Nutzer, du hast da irgendwas implementiert, was keinen Sinn macht. Oder deine Eingangsdaten sind korruptet und es sagt, fuck you. Und bricht ab. Das ist jetzt normalerweise nicht so nervig, weil ich meine, wenn ich hier jetzt so 10 Netze hintereinander trainieren will, dann sagt halt das erste fuck you und gut ist. Ich habe leider auch kürzlich damit gearbeitet, dass das
zweite Netz ein bisschen andere Eingangsselektion hat, mit welchen Variablen benutzt werden sollen und welche nicht, sodass nur in irgendeinem Unterteil meiner Datensätze eine Variable konstant war. Sprich, so nach 3 Stunden Training fing dann endlich das letzte Netz an zu trainieren und stellt fest, fuck you. Und dass die vorangegangenen Trainings waren, ich glaube, ich hätte sie recovern können, aber eben diese Output-Datei, die ich mir mit der GUI anschaue, die wurde halt nicht geschrieben. Und das ist manchmal ein bisschen nervig. Deswegen die starke Recommendation für die Folgezeit, ruhig auch das Trainingsskript einmal mit irgendwie nur 10 oder 100 Eingangsevents laufen lassen, statt gleich mit 100.000 einfach nur umzuschauen. Man kommt am Ende an. Ich improvisiere weiter, okay? Ja. Aber du solltest dann jetzt nicht weiter aufhalten, habe ich das Gefühl. Wenn du meinst, dass so 95 Grad ist, dann ist das neu gefunden. Ich habe den schon tagelang auf 95 laufen lassen. Aber ja, okay, fair point. Also wenn er gleich ausgeht, dürft ihr alle schreien, told you so. Er singt doch schon wieder. Ah, dann? Also wenn er aber gleich ausgeht, dann darfst du dein ganzes Training, von dem das also über ein paar Stunden geht, gleich nochmal anstellen. Das, was ich am Nachmittag angefangen habe? Ja. Hier was Interessantes drin? Ich glaube, ja. Also, ich habe jetzt einfach eine andere Datei von heute oder von irgendwann Anfang der Woche aufgemacht. Hier gibt es nämlich noch ein paar andere schöne Buttons. Der war nicht schön. der ist auch Mist. Ich vergesse immer, welche die cool sind und welche nicht. Haben diese tollen Zahlen irgendwas zu sagen? Ich glaube, ich habe mich nicht genau das gefasst. Scheint offensichtlich nicht so eine kritische Information zu sein. Das ist der Multiplikator für die Anzahl von Fenstern, die aufgehen. Der Raum geht hier keine Pop-Up-Fenster bei mir auf. Hast du vielleicht mehr Fenster aufgemacht, als der X-Server handeln kann? Es gibt da so ein Limit. Ich habe das Gefühl, dass du verdammt hart an dem Limit dran ist. Nee, also ich habe schon viel härtere Sachen hier gefahren. Okay, Vorführeffekt, ich weiß nicht, was hier in dieser Datei verkackt ist. Ist das hart gecodet oder nicht? Das frage ich auch wohl. Das hier ist jetzt eben für ein neuronales Netz, was wir gerade fliegen habt. Die Return Values von neuronalen Netz sind in TMA meistens so zwischen 0 und 1, je nachdem wie es konfiguriert, können die ein bisschen over oder under shooten. Und was wir hier eben nettes sehen, ist irgendwie, wenn ich alle Dateneinträge akzeptieren, wo der neuronale Netzwert oberhalb von 0 ist, dann behalte ich eben 100% von meinem Untergrund, 100% von meinem Signal. Wenn ich irgendwie bei 0,5 schneide, nur noch behalte ich nur 30% meines Untergrunds und nach 85% meines Signals, das ist irgendwie toll. Aber wenn ihr euch mit Statistik befasst habt oder mal auf so einer DPG-Tagung in der Session saß, dann wird man ständig irgendwie S über Wurzel S plus B oder Signal Significance, denn irgendwie in Physikanalysen, wie ich sie mache, ist irgendwie nicht irgendwie interessant, möglichst viel Signal zu haben oder möglichst wenig Untergrund, sondern diese Zahl hier, die soll halt groß sein. Und hier erzählt mir halt auch netterweise gleich, S über Wurzel S plus B ist dieser Wert, wenn ich bei 0,48 schneide. Und das hier übersehen leider viele. S über Wurzel S plus B hängt leider auch von der Absolutzahl der Ereignisse ab. Arbeite mit seltenen Zerfällen, sprich haben wir wahrscheinlich nur so 10 Signalereignisse und so eine Million Untergrundereignisse. Da sieht das Ganze dann eher so aus und es empfiehlt mir, voll hart zu schneiden bei der großen Zahl. Das ist auch was irgendwie gang und gäbe oder Common Knowledge ist. Wenn man extrem
wenig Purity in seinen Eingangsdaten hat, dann muss man heftig schneiden und kann auch irgendwie mit 5% Signaleffizienz immer noch tolle Sachen machen. Während wenn man signaldominiert ist, dann braucht man nicht groß schneiden. Bottomline, Signaleffizienz ist irgendwie nicht das, worauf man optimieren will, sondern man hat immer irgendwie komplexe Ausdrücke, die von der Prävalenz abhängen. Gut, jetzt. Der eigentliche Plot, den ich zeigen wollte, sieht so aus. Also jetzt ist diese gleiche Rockcurve wie von vorher, man sieht Untergrund-Rejection gegen Signaleffizienz für verschiedene Methoden. Ungefähr das, was ich angekündigt habe, das Beste ist entweder ein BDT oder ein MLP. Das liegt in dem Fall vielleicht auch daran, dass ich fast nichts anderes trainiert habe. und ihr seht, mein armer Bachelorstudent wäre wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen gewesen, wenn also zumindest der Machine Learning Algorithmus, der hier Cut-Effizienzen versucht hat zu bestimmen, der kommt hier oben im Bereich niedriger Signaleffizienzen schon relativ gut mit, aber irgendwie in dem Bereich, also je nachdem, wo der Working Point ist, versagt er völlig. Und ihr seht, von diesen zwei MLP-Architekturen performt das eine deutlich besser als das andere. Das ist auch historisch der Grund, warum ich das zweite überhaupt irgendwann mal definiert habe, weil dieser Estimator-Type CE besser ist als der Standard-Type. Keine Ahnung warum, hat mir irgendwann mal ein Kollege gesagt, dass bei allen Beispielen, die er jemals gesehen hat, ist der Default-Wert, der bei dem TMA-Beispiel mitgeschippt wird, nicht gut. Und CE ist besser. Das ist auch so meiner Ansicht nach, warum irgendwie BDTs ein bisschen stärker vielleicht verbreitet sind in der Physik als die neuronalen Netze. Zum einen eben, sie trainieren schneller. Zum anderen, die Default-Values bei TMBA sind irgendwie bei BDTs ein bisschen besser als bei MLPs. That's it. Eine Kleinigkeit noch, die Daten habe ich irgendwo online gestellt, also diese Trainingsdateien, die ich benutze, weil ich zu der Erkenntnis kam, dass LHCb Simulation Software Open Source ist und deswegen die Daten auch jeder von euch hätte generieren können, wenn er genug CPU-Power gehabt hätte, also wenn jemand mit TMA spielen will und halt, weil Root außerhalb der Physik irgendwie nicht benutzt wird, keine Spielzeugdaten hat. Spielzeugdaten gibt's. Fragen, Kommentare, Beschwerden, warum die Pizza noch nicht da ist. Hat sich dann niemand irgendwie mal Gedanken gemacht, was man jetzt eigentlich nutzen will, so ein BDT und was für Optionen und so Scheiß? Also weil ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie tatsächlich so Einstellungen, wo das dann auf einmal signifikant besser performt. Das hängt leider vom Problem ab. Also genauso wie ob jetzt neuronale Netze oder BDTs besser performen, das hängt stark vom Use Case ab. Zum einen, also auch was Axel damals gesagt hat, MLPs sind besser für CPUs in der Auswertung, weil so ein paar Floatpoint-Operations sind viel besser als 600 If-Statements. Sprich, wenn du jetzt nicht das letzte Promille an Performance rausquetschen willst, aber nur Limited Budget für CPUs hast, nimmst du vielleicht das MLP. Und diese Tuning-Parameter, also diese Estimator-Type-CE, das kann von Problem zu Problem unterschiedlich sein. Dieser Special Trick hier ist einfach nur so Beobachtung von mir, dass in allen Use Cases, die ich bisher gesehen habe, der CE halt besser war. Das heißt nicht, dass er grundsätzlich besser ist. Ja, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere von den Linien. Also. Ja, also ich glaube, die Beispiele, die Standardparameter von TMA sind schon good guesses und der das MLP implementiert hat, hat einen nicht ganz so guten Guess. Und weil die auch alle notorisch überarbeitet sind, das ist in Open Source und dann, mein Gott, soll man jetzt wirklich in dem Beispiel, was einem nur eine Starthilfe geben soll, die Startparameter optimieren, weil letztlich steht eh im User Guide drin, übernehmt die nicht einfach so, probiert da mit rum. Also wenn ihr wirklich an Performance interessiert seid, dann nehmt nicht den Default, dann schaut nach, ob der Default wirklich gut für euch ist. Mach mal deine Lippe, bist du ja kühl. Ja klar, läuft ja nur noch auf einem Core, nicht mehr auf zwei. Und tatsächlich, die Parameter einstellen tust du, indem du einfach mal auf zwei Achsen oder auf vielleicht auf 10, die du so an Parametern hast, rumspielst und das durchlaufen lässt und wieder in die Garten kommst. Ja, jein, teilweise. Lass mich das richtige Fenster finden.
Also, was auf jeden Fall geht, ist natürlich wirklich hier Trial and Error, eine andere Zahl eintragen. Was ein bisschen besser ist, ist vielleicht sich darüber Gedanken zu machen, was da überhaupt passiert, sich diese Kontrollplots, Kontrollplots. Man kriegt ja auch für seine, die Dinger, die man hat, noch ein paar Kontrollplots, also man kann sich nicht nur die Entscheidungsräume anschauen, sondern diese Dinge hier. Um diese Kunden zu verstehen, müsste man sich leider damit auskennen, wie BTTs funktionieren, wie das Training funktioniert, was man da überhaupt erreichen will. Und da sieht man vielleicht schon einen Tipp, zum Beispiel diese Kurve hier, die zeigt die Anzahl an Trees, offenbar habe ich 50 Trees benutzt, und die saturiert irgendwann. Und das ist gut. Wenn ich hier jetzt sehen würde, dass die nach oben steigt und noch lange nicht saturiert ist, dann ist das so ein Hint, nimm mehr Trees. Wenn die schon irgendwie ziemlich früh in Sättigung geht und danach nur anfängt, wie dumm rumzufluktuieren, ist das so ein Hint, nimm weniger. Das zum einen und zum anderen, ihr seht, hier hängen so komische Kommentare drin. Die kommen ganz einfach daher, dass man sowas ja auch Computer machen lassen kann. Und es gibt diese Option hier, Optimize All Methods gibt. Wenn ich das einkommentiere, dann dauert das Training 100.000 Mal länger, aber TMDL macht es von alleine. Und optimiert die und schreibt dann in den Logfile, das sind die optimalen. Ist leider nicht für alles implementiert. Ich glaube, für BDTs ist es implementiert, für MLTs nicht. Und hat auch Downsides. Also ich habe von Kollegen gehört, das führt zu nicht optimalen Ergebnissen. Habe ich nie bestätigt, kann ich nicht bestätigen. Noch Fragen, Kommentare? Ansonsten, wer hat es ausprobiert?